Würdest du sagen, die zwei auf dem Foto, das sind Vater und Sohn? Wenn du eine Frau wärst, würdest du, sei ehrlich. Was sind das für Fragen? Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier aus Berlin. Heute wird Shereen Davids Döner getestet. Ihr werdet nachher sehen, ich werde den Ausschnitt einblenden, wie viel Superlative sie für diesen Döner gefunden hat. Wird Lukas treffen, sehr gespannt, den kennenzulernen. Ja, ich möchte, dass ihr auch mal wieder eure Kommentare reinhaut. Denn es geht nach euren Kommentaren, wo wir hinfahren. Viele haben diesen Döner wieder empfohlen. Und auch bei diesem Format mit Döner führe ich jetzt ein Belohnung. Für den, der meinen besten Döner bisher toppt, den blende ich hier oben nochmal ein. Oder die, beziehungsweise 250 Euro ist jetzt ausgesetzt auf den, der meinen Döner toppt. Den bisherigen besten Döner. Und jetzt fahren wir zu Superhahn und treffen da Lukas. So Leute, wie versprochen, wir haben Lukas am Start. Was geht ab, Leute? Grüß dich, Digi. Das finde ich immer geil, wenn jetzt auch zwei Food-YouTuber am Start sind zusammen. Da kann nur die geballte Macht und Wissen und Energie der Essensexperten am Start sein. So sieht's aus. Der muss sich heute auf was gefasst machen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Würdest du sagen, du bist auch Döner-Experte? Ja. 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 Also, ich habe schon einige Döner gegessen auf jeden Fall so. Und auch in mehreren Ländern, Istanbul, hier in Deutschland, in Wien. Also ich habe schon viel Drehspießfleisch gegessen in meinem Leben. Willst du damit sagen, du bist heftiger als ich jetzt? Sag ehrlich. Nein, auf gar keinen Fall. Nein, Spaß, ich wollte ihn nur aufnehmen. Aber er hat, was international angeht, auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich. Ganz kurz nochmal, du weißt ja, wir testen Shereen Davids Döner. Das ist der erste Gemüsedöner überhaupt, den es in Deutschland oder wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt geben soll. Krass. Ja. Und ich würde sagen, ich blende jetzt mal ganz kurz einmal von Shereen David ein, was sie zu diesem Döner gesagt hat. Hallo. So, wir sind jetzt beim besten Döner auf der ganzen Welt. Und ich bin Hamburgerin und ihr wisst, ich bin Hamburg Represent. Aber dieser Döner ist der Motherfucker. Dieser Döner ist der Vater von allen Dönern. Ich bin schon richtig aufgeregt. So, Lukas, was sagst du zu Shereens Worten? Es ist der Vater aller Döner und der beste Döner der ganzen Welt. Was geht jetzt in deinem Kopf vor? Hast du hohe Erwartungen, ne? Also, es sind schwere Worte. Also, ja. Muss man auch auf der ganzen Welt Döner gegessen haben, um sowas zu sagen. Und wenn jemand sagt, der beste Döner der Welt, dann... Ich glaube einfach nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Wir müssen uns überraschen lassen. Wir wollen sie nicht disrespekten, aber ich glaube, Shereen redet Mist. Aber, okay. Naja, man weiß es wohl nicht. Man weiß nicht. Hier ist der Hahn, der Superhahn. Also ist echt unscheinbar, ne, Lukas? Wir haben eben schon gesagt. Ja, ich meine, aber oft sind die unscheinbaren Läden die, die es dann richtig krachen lassen. Ja. Ich meine, erster Gemüsekebab auf der ganzen Welt ist auf jeden Fall ein Statement. Das ist ein Statement. Würdest du sagen, die zwei auf dem Foto, das sind Vater und Sohn, die den Döner gegründet haben? Oder Bruder, ja, ne? Nein, ich glaube, das ist der Vater wahrscheinlich oben. Rechts ist der Sohn, der sieht ihm ziemlich ähnlich. Mhm. Oder ist auch der Vater? Ich glaube, das ist die gleiche Person. Nee, ich glaube, dass der Rechte ist sein Cousin, würde ich eher sagen. Wenn du eine Frau wärst, würdest du, sei ehrlich. Was sind das für Fragen? Die Shereen David Pepperoni. Ja, die probieren wir. Meine die Dinger hier, ne? Ich dachte, nice. Heißt der? Der willst du nicht zeigen. Den habe ich gerade getestet auf meinem Short-Kanal, den ihr übrigens gerne abonnieren könnt. Tolle Shorts. Ganz kurze Info, Chef hat übertrieben viel zu tun, Arbeiter nicht da, deshalb können wir jetzt keine Befragung vom Chef machen, aber Chef ist am Start. Nochmal ein treuer Kunde am Start. Du sagst, guter Döner, was hast du? Die besten. Der beste, ne? Okay, ist so täglich hier, gibt nichts Besseres, ne? Natürlich, wenn man um die Ecke wohnt, muss man hier täglich kommen. Stammlokal. Ja, ich muss auch mehr Döner essen. Döner macht der Schöner. Döner macht Schöner. Der Spruch war so schlecht. Lukas hat schon alles im Kopf, was er gleich sagen wird. Er analysiert, ich merke, der guckt richtig aufmerksam. Hätte ich die Kamera nicht in der Hand, würde ich es auch machen. Aber du weißt schon ganz genau, was ablaufen wird. Ich weiß genau, was ich sagen werde. Ja, ich mache mir aber vorher auch mal schon Gedanken. Chef, kannst du uns jetzt zwei Döner machen, so wie Shereen David die ist? Zwei Mann, so wie Shereen David? Ja. Alle wollen gleich was vom Chef, haben wir gerade gemerkt. Ja, Lukas, ich 1000 Sachen gleichzeitig. Aber er ist Multitasking-Talent. Er macht das, er hat den Laden unter Kontrolle und den Spieß im Griff. Er ist so, er hat den Spieß, er hat den Laden, er hat alles, seine Kunden, er macht alles gleichzeitig. Er ist besser als der Gerät und besser als der Gerät, ne, Lukas? Auf jeden Fall, ja.
Jetzt muss so ein bisschen Mel Gibson, Braveheart-Musik. Sascha, hast du Braveheart-Musik? Also, was mich geflasht hat direkt, dass er das mit den Kräutern und so und mit dieser Soße, dass er direkt drauf gemacht hat und das dann noch gemixt hat. So, irgendwie gibt mir das so einen kleinen Kick, dass ich... Er hat halt frisches Gemüse und Fleisch nochmal gewürzt. Oregano und ich weiß nicht, was für eine Soße das war. Er sagt Geheimsoße, aber wir werden es gleich versuchen rauszuschmecken, würde ich sagen. Wir werden es rausschmecken. Wenn wir beide es nicht können, dann sonst keiner. Wer sonst? Wir müssen raus, weil Licht zu scheiße drin war. Gut, dann let's go, mal gucken. Kurze Unterbrechung mit ein paar Einblicken aus der Roomtour, die ihr noch sehen werdet. Ich habe überlegt, jetzt mir irgendwelche Fakten von irgendeinem Datenblatt reinzuziehen, aber ich sage euch einfach, was ich gerade fühle. Es ist eine Werbung für Manscaped. Und zwar nicht irgendeine Manscaped, es ist nicht ein Ballsum, es ist der Ballsum. Ich schwöre euch, wirklich. Und ihr könnt mich alle köpfen, wenn das, was ich hier sage, gelogen ist. Das ist das Heftigste, was ihr gesehen habt. Ihr wisst von Instagram, ich habe 1000 Tests gemacht wegen Ballsum und hier und da. Ich habe mir gerade die Eier rasiert und ich schwöre euch, ich habe sogar mit Absicht richtig unvorsichtig das Trim. Ich habe mich kein einziges Mal geschnitten. Es ist normale Werbung, das muss ich euch jetzt auch sagen, dass ihr 20% Rabatt kriegt mit einem Rabattcode. Aber ich schwöre euch bei meinem Leben, hiermit habe ich mich kein einziges Mal geschnitten. Das hat mir auch die Brusthaare ordentlich weggefleckt. Das könnt ihr euch auch damit rasieren. Das flext euch alles weg. Es ist ein heftiges Teil. Ich sage es euch. Von mir eine Empfehlung von Herzen. Eure Eier werden es euch danken. 20% Rabatt am Ende in der Videobeschreibung drin und auch noch verlinkt im Video am Ende. Top. Die Soße. Okay. Direkt Dill merkt man. Hast du geschmeckt? Mhm. Hab ich noch nie gehabt. Geil aber, finde ich. Dein erstes Urteil zum Dill? Frisch. Bringt halt direkt so eine Frische. Mach was anderes. Knoblauchsoße auf jeden Fall stabil. War schon zu intensiv. Findest du fast, ja? Schau mal, beim Döner breche ich alles an der Frage runter. Bleibt das Fleisch noch die Hauptattraktion auf dem Ding? Mhm. Ist Fleisch noch präsent? Daran breche ich eigentlich fast alles runter. Mhm. Macht das Brot Sinn? Macht die Soße Sinn? Mhm. Und wenn die Soße so ein bisschen too much ist, was oft der Fall ist, dann ist es halt einfach too much. Interessante Sichtweise, weil irgendwo muss man sich dann auch die Frage stellen, hat das Fleisch Qualität im Fokus darauf zu lenken? Oder muss davon abgelenkt werden? Das ist dann die nächste Frage, oder? Ich glaube, dafür werden sehr oft Soßen eingesetzt, um eventuell von nicht vorhandener Qualität abzulenken. Aber lass mir das mal so stehen. Sehr intensiv auch die Soße, gebe ich Lukas recht. Leichte Säure auch. Hast du die gemerkt, dass irgendwas glaubt, dass das extra drauf gekippt hat? Die haben sogar Aubergine im Grillgemüse drin. Pommes auch drin, sozusagen. Und Süßkartoffeln habe ich auch. Wie vorhin schon gesagt, das Gemüse wird mit dem Fleisch vermengt. Zusätzlich kommt Oregano rein und diese Soße. Und dann entsteht erst die Fleisch-Gemüse-Mischung, die dann auf den Döner kommt. Petersilie wurde in jedes Gemüse mit reingemischt. Du konntest halt nicht selber entscheiden, ob du es drin haben möchtest oder nicht. Und Mais. Für mich ein Minuspunkt, wenn du in jedes Gemüse Mais reinlegst. Manche mögen keinen Mais, aber du hast ihn jetzt halt immer mit dabei. Ich feiere Petersilie, deshalb hab ich da kein Problem mit. Das kannst du natürlich eigentlich nicht überall reinhauen. Das Brot ist halt leider nicht selbst gemacht. So dieses Standardbrot. Ich finde es ganz okay, so ist es knusprig. Es ist auch trotzdem ein bisschen weich, vielleicht ein bisschen trocken so. Also ein selbstgemachtes Brot an der Stelle wäre auf jeden Fall noch deutliches Upgrade in meinen Augen. Brot ist halt so eine Sache, da sparen viele dran, weil es viel Arbeit ist. Dafür musst du eigentlich eine Kraft extra einstellen, die nur Brot macht. Leute, wir werden jetzt anonym beide unsere Bewertungen ins Handy eingeben. Dann zeigen wir dir gleich, dass das nicht irgendwie vom anderen beeinflusst ist. So, also ich weiß jetzt erstmal schon mal, ich bin mir sicher, Lukas wird eine andere Bewertung geben als ich. Ziemlich anders. Meine ich ein bisschen an deinen Deutungen eben rausgehört, aber für mich ist Folgendes der Fall. Natürlich, wir haben kein selbstgemachtes Fleisch, wir haben kein selbstgemachtes Brot. Okay, wir haben in der Hinsicht irgendwo eine Standard-Basic. Aber wir haben für mich, und ich suche mal so ein bisschen das Besondere, aus allem, was wir haben, haben wir schon so ein, ich sag mal, kleines Kunstwerk. Weil ich finde, wir haben so irgendwie so ein Special, diese Soße, die er drauf macht. Wir haben dieses Petersilie da drin. Es ist einfach, und das ist der Knackpunkt, auch wenn es nicht vielleicht die allerbesten Zutaten sind, ist das Gesamtbild, es matcht einfach alles. Zahn in Zahn wie ein Zahnrad. Und deshalb gebe ich auch ein 8,2 von 10 Punkten. Und jetzt bin ich auf dein Urteil gespannt. Ich würde den Döner eigentlich genauso beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. So, die technischen Daten sind jetzt nicht die besten so. Der Spieß ist nicht selbst gemacht. Das Brot ist nicht selbst gemacht. Aber aus dem, was er hat, hat er das Beste rausgeholt. Das würde ich genauso unterstreichen. Ich finde auch die Soßen gut, weil es keine so eine fette Mayo-Soße war. Aber die Knoblauchsoße doch ein bisschen zu viel war. Und am Ende des Tages, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, geht es immer noch um den Spieß so. Das ist das für mich Wichtigste und da sollte auch der Hauptfokus drauf sein. Deswegen kann ich nicht mehr als eine 7,2 geben. Aber insgesamt schmeckt der Döner auf jeden Fall sehr lecker. Ich kann verstehen, warum er gefeiert wird. So, alle Hausaufgaben sind gemacht, aber die technischen Daten sind halt einfach ein bisschen, da kann ich nicht höher gehen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr leckerer Döner, keine Frage.
er hat Ahnung von dem, was du sagst. Wenn ich mich mit einem Kollegen unterhalte, der mir seinen Döner beschreibt, das ist eine andere Nummer. Das muss wiederholt werden. Schreibt es rein, wenn ihr gerne noch ein Video mit Lukas wollt. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs dabei sein. Ich danke und auch. Ich werde deinen Kanal einblenden, am Ende des Videos auch in der Beschreibung nochmal. Also alle Lukas ein Abo reinhauen. Gerne und bitte. Sehr gerne. Ja, und dann Kommentare vollballern, Daumen oben, alles drum und dran. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Peace.